schön Senpai sich dann hochbaut und ihr hochschaut. Setzt er oben auf die Plattform schnell ein Boot drauf. Willkommen, meine Freunde der Magie! Hallo Meister, du hast mich Chi-Chi Anderson beschworen, jetzt wird es MLG. Hokus Pokus. Wie ihr sicherlich schon am Anfang bemerkt habt, hat nicht Lukas der Schlagersänger oder Lukas der Pianist, sondern Lukas der Rapper ein Lied für mich gemacht. Und ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, aber meine Freunde, keine Sorge. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das Lied ist wirklich extrem gut geworden. Also jetzt nicht, dass seine anderen Lieder schlecht wären, aber ich finde einfach, dass besonders bei dem Lied einfach eine extrem gute Stimmung rüberkommt. Also ich habe mich auf jeden Fall echt unglaublich gefreut, als ich in meiner Subbox das Lied von ihm gesehen habe. Und wie ihr mich kennt, habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Und einen Link zu dem Lied in die Beschreibung gepackt. Der Wahnsinn. Wo wir schon mal beim Thema Musik sind. Musik! Ich denke mal, die meisten von euch wissen, dass ich ein riesengroßer Gigi Anderson-Fan bin. Nicht nur, weil er mir damals das Leben gerettet hat. Dad! Sondern er war auch immer für mich die Mutter, die ich niemals hatte. Auch wenn mir Leute schreiben, nee, Belinda, ich hasse dich. Gib mir Anderson immer einen Gigi-Kuss. Aber das Beste an Gigi Anderson, und ich denke mal, da könnt ihr mir alle zustimmen, das ist seine Musik. Sag bitte niemals wieder Goodbye zu mir, du Arschloch. Wunderschön. Und irgendwie ist mir aufgefallen, als ich letztens wieder meine Kassetten mit einem Bleistift zurückgespult habe. Nein! In den letzten 40 Jahren, wo es jetzt Schlager gibt, hat sich wirklich nichts verändert. Also klar, Schlager ist ein bisschen trappiger geworden, aber sonst ist wirklich alles gleich. Alle gleich. Alle gleich. Okay. Also meistens irgendwelche Texte mit Baby, ich sag dir noch einmal, du hast so schönes Haar und jetzt blas mir einen nochmal. Das ist der Text? Dann nennt man sich irgendwie sowas wie Klaus Hüpfenberg, die hessischen Mühlenpfifferlinge oder irgendwie sowas wie Renato und Klaus. Jetzt will nur noch irgendwie von einem 20-Euro-Keyboard so ein billiger Grundbeat. Und herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt ein verfickter Schlagersänger, Mann! Hier ist dein Haargel! Und jetzt verdien Geld, meine Fresse! Na gut, man muss auch irgendwie singen können, ein bisschen gut aussehen, einen schönen Hintern haben und immer lächeln. Und wenn ihr auch eine Schlagertransformation machen wollt, dann kann ich euch mein neues Buch Schlagsahne richtig schlagen mit Carly Columbus empfehlen. Jetzt bei DM! Aber habt ihr ernsthaft geglaubt, das wäre alles, um ein Schlagersänger zu werden? Dann lag dir Lirum Lari falsch. Beeilt euch! Tief einatmen. Es fehlt nur noch eine Sache, um der perfekte Schlagersänger zu werden. Und das sind die Moves! Ist euch aufgefallen, dass wirklich jeder Schlagersänger entweder richtig krass abgeht oder die ganze Zeit den hier macht? Papa Francesco. Ist euch das noch nie aufgefallen? Na, und dann gibt's noch Ross Anthony. Und der macht wirklich den menschlichen Beyblade. Ohne Scheiß, Mann. Also ich habe euch natürlich beide Videos in der Beschreibung verlinkt. Es ist einfach zu geil. Und wenn ihr dann alle Schritte befolgt und wirklich jedes kleinste Detail beachtet, dann seid ihr am Schluss ein echter Profi. Ich liebe deinen Penis, yeah. Das war Carly Darling. Also ja. Und echt nochmal vielen Dank an alle, die so krass meinen Channel supporten. Und auch für das Verständnis, dass wegen meinem Schielauge, dem es übrigens schon wieder ein bisschen besser geht, halt leider nur ein Video kommen kann. Und klar, es gab natürlich auch Leute, die haben geschrieben, Carly Columbus, ein Video am Tag. Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Ich hoffe, dass du in einem qualvollen Feuertod stirbst. Möge Aragul deine Seele verschlingen. Anscheinend kann man es nicht jedem recht machen. Auf jeden Fall bleibt weiterhin so nebelnice. Einen super Start ins Wochenende. Und Finger weg von Lupina.